Hallo, heute präsentieren wir euch die brandneue Basisqualifikationsprüfung 2014 aus dem Frühjahr. Und an der Stelle wollen wir gerne auch nochmal auf unsere Angebote hinweisen, die ihr hier auf unserer Homepage unter diesem Link finden könnt. Hier werden also stets die wichtigsten Dinge, die wir hier so präsentieren, aktuell gehalten. Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2014, und zwar dem Frühjahr. Besprochen wird die Aufgabe Nummer 4. Bei der Aufgabe 4 geht es um ein Fass, das mit Benzin gefüllt werden soll und sich dann von 20 auf 35 Grad erwärmt. Das Fass selbst hat eine Größe von 200 Litern und gegeben, das schreibe ich mir jetzt nochmal zusammen, wäre also das V1, das Anfangsvolumen sind 200 Liter von dem Fass. Die Anfangstemperatur Theta 1 sind 20 Grad Celsius und die Endtemperatur Theta 2 sind 35 Grad Celsius. Sofort kann ich mir die Temperaturdifferenz ausrechnen, die dann 15 Kelvin groß ist. Das wäre das Delta Theta. Gesucht zu A ist die Frage, wie groß ist das Volumen in dem Stahlfass, wenn sich das Ganze auf 35 Grad erwärmt. Also V2 ist also gesucht und die Lösung zu A sieht dann folgendermaßen aus. Die Volumenänderung, das Delta V, ist nichts anderes als das Anfangsvolumen, also das V1, mal dem Längenausdehnungskoeffizienten für